Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlichen Dank auch für alle Resonanzen, die wir immer wieder erhalten. Und da schreibt jemand, ihr Lieben vom Gebetsteam, regelmäßig höre ich die Sendung Hoffnung um 12 und es tut so gut. Wir haben einen sehr großen Gott. Und auch von der Gebetsnacht haben wir Resonanzen. Da schreibt jemand, die Gebetsnacht hat mich wieder näher zu Gott geführt. Vielen Dank für eure Gebete und ich wünsche euch Gottes Segen. Und das ist uns so wichtig, dass wir Menschen in Gottes Nähe führen dürfen. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich ermutigen, auch in Gottes Gegenwart führen. Ja, und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wirkliche Freiheit kommt von Jesus. Und da wieder ein Teil aus dem Leitfaden für deine Freiheit. Und da möchte ich wirklich sagen, Freiheit. Was ist Freiheit? Die einen fühlen Freiheit, wenn sie reisen. Die anderen fühlen Freiheit, wenn sie das Weltall sehen und sich vorstellen, wäre man da im Weltall, was hat man da für eine Freiheit? Manche Singles sagen, ich brauche meine Freiheit, drum habe ich keinen Partner. Ich sage dir, die Freiheit, das musst du entscheiden, was du da brauchst. Aber ich möchte es mal darauf beziehen, wenn jemand eine Sucht hat, Alkohol, Drogensucht, der sehnt sich wirklich nach Freiheit. Und das ist eine andere Freiheit. Freiheit von Gebundenheiten, Freiheit von Schmerzen, Freiheit von so vielen Dingen, die nichts taugen, die uns nur Mühe machen. Und diese Freiheit können wir erleben. Wirkliche Freiheit kommt von Jesus. Die können wir uns nicht machen. Du kannst dir einen Tag frei machen, vielleicht sogar ein Sabbatjahr nehmen, das heißt ein ganzes Jahr frei machen. Aber das ist eine andere Freiheit. Die Freiheit, die dich befreien möchte aus all den üblen Dingen, die kommt von Jesus. Und da möchte ich nochmal den Vers zitieren, Johannes 8, Vers 36. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wer Jesus frei macht, ist wirklich frei. Und das kann auch passieren von allen möglichen Suchtkrankheiten und alles, was nichts taugt. Und Herr, ich danke dir dafür, dass an jedem klar wird, der irgendwo in Gebundenheiten ist, in Sucht oder sonstigen Dingen, dass die wahre Freiheit von dir kommt. Und dass sie möglich ist für jeden, der jetzt zuschaut. Danke. Amen. Amen. Und einige Personen haben uns geschrieben wegen Morbus Crohn, einer schweren Darmerkrankung. Und da möchte ich jetzt für alle beten, die diese Krankheit haben oder die mit dem Darm Probleme haben. Jesus, ich danke dir, dass du jede Person kennst, die unter diesem Morbus Crohn leidet. Und ich danke dir, dass du diesen Darm wieder in seine göttliche Schöpfungsordnung zurückbringst, dass du das wieder herstellst, so wie du es geschaffen hast. Und dass diese Darmerkrankung keine Wirkung mehr hat, sondern dass dieser Darm normal funktioniert. Und ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, den du berührst, der irgendwelche Probleme mit dem Darm hat. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass du jeden Darm reinigst und in seine volle Funktion zurückbringst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Person schreibt uns, bitte betet für mich. Es gibt einige Erlebnisse in meinem Leben, die in mir viel Bitterkeit verursacht haben. Vom Verstand her habe ich vergeben, aber der Umgang mit den Personen ist noch nicht wieder heil geworden. Und körperlich leide ich unter den Situationen. Gottes Liebe anzunehmen und Vertrauen zu ihm zu haben, fällt mir auch schwer. Vielen Dank für Ihre Gebete. Und mit Vergebung ist es so, dass es ein Prozess ist, dass wir meistens nicht wie auf einem Knopfdruck davon loskommen, sondern es ist ein Prozess und wir müssen das immer wieder vor Gott bringen und immer wieder vergeben, bis es in unser Herz gekommen ist und diese Last dann von uns genommen ist.
Und ich möchte jetzt für diese Person beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst und dass du auch diese Wurzel der Bitterkeit hinwegnimmst. Danke, Jesus, dass du deinen Frieden in ihr Herz hineingibst. Und ich danke dir, dass die Vergebung vom Kopf auch in das Herz rutscht und dass sie wirklich von Herzen diesem Menschen begegnen kann und dass sie weiß, dass du ihr vergeben hast oder du dieser Person vergeben hast und dass sie diese Vergebung auch weitergeben kann. Und ich danke dir, dass da Heilung kommt, Heilung in ihre Seele und Heilung im Herzen. Danke, Jesus, dass diese Erlebnisse der Vergangenheit hinweggenommen sind und dass diese Wurzel der Bitterkeit keine Wirkung mehr hat. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen, wenn du Not hast. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen von einem Ehepaar. Liebes Gebetsteam, mein Mann und ich befinden uns zurzeit in einem Rechtsstreit, dessen Ausgang für uns existenzielle Bedeutung hat. Gegen uns wird viel verdreht und gelogen. Bitte beten Sie mit uns, dass die Wahrheit ans Licht kommt und im Sinne Gottes Recht gesprochen wird. Bitte beten Sie auch, dass mein Mann seinen Glauben nicht verliert, sondern im Gegenteil, dass unser Glaube gestärkt wird. Vielen herzlichen Dank und Gottes Segen. Ja, Herr, danke, dass wir da auch wirklich dafür beten dürfen, dass das Ganze in Ordnung kommt. Ich danke dir dafür, dass du Glauben stärkst, dass du Wunder über Wunder tust, auch in dieser Situation. Ich danke dir dafür, du bist der Gott, der die Wunder tut. Und ich danke dir dafür, Herr, komme in diese Situation und danke, lass es wirklich zu einem Sieg kommen, Herr. Herr, zu einer Entscheidung, Herr, wo niemand rechnet, das nur du tun kannst. Danke, Herr. Amen. Amen. Und folgende Bitte um Gebet erreichte uns. Ich bitte um Gebet für eine Frau, die an einem seltenen Tumor leidet. Chemo wirkt nur wenig und nach OP bilden sich neue Tumore an anderen Stellen. Bitte um vollständige Genesung. Ja, Herr, danke. Danke, Herr, dass du auch diesem Tumor begegnest. Herr, du hast am Kreuz von Golgatha, Herr, auch den Sieg errungen, Herr, für jede Krebskrankheit, für jeden Tumor. Und Herr, danke, Herr, dass wir auch diesen Tumor befehlen in deinem Namen, Jesu, wie es in deinem Wort steht, in der Bibel steht, Herr, dass er weicht, dass er vertrocknet und verschwindet in Jesu Namen. Und danke, Herr, dass du diese Person stärkst. Und Herr, wir rufen völlige Gesundheit über ihrem Leben aus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Wirken und es ist immer wunderbar zu sehen, was Gott getan hat. Und ein Mann schreibt uns Folgendes. Danke, liebe Missionswerkfreunde, für eure Fürbitten. Danke, Jesus. Meine Hüft-OP war ein voller Erfolg, trotz Parkinson-Vorerkrankungen. Aussage des Chefarztes, das Ergebnis ist sensationell, hätte ich nicht erwartet. Ich konnte am gleichen Tag bereits erste Schritte machen und wurde schon am fünften Tag in die Reha verlegt. Die Schmerzen sind fast völlig verschwunden. Auch Parkinson hat sich spürbar verbessert. Ich kann wieder lachen. Ja, und Gott bringt auch Ärzte zum Staunen. Und eine Frau schreibt uns, ich war Ende August bei euch in Hannover im Gottesdienst. Daniel sprach, dass Hauterkrankungen, besonders Neurodermitis, jetzt gehen. Ich ging nach Hause und in den nächsten Tagen war meine Neurodermitis am rechten Handgelenk vollständig geheilt. Ich bat Isolde um Gebet wegen Lebensmittelunverträglichkeiten. Seitdem ist es um ein Drittel besser geworden. Dankeschön. Wie schön. Und Gott macht keine halben Sachen. Was er begonnen hat, das macht er auch zu Ende. Und eine Frau schreibt uns für ihren Enkel. Ich bat euch um Gebet für meinen Enkel, der eine Phimose hatte. Nun war er beim Urologen und alles ist gut. Er muss nicht operiert werden. Alle Ehre unserem Herrn und herzlichen Dank für die Gebetsunterstützung. Ja, Gott tut wirklich Wunder. Ja, das ist wunderbar. Und wenn es noch nicht ganz eingetroffen ist, wie wir es hier gehört haben in einem Fall, glaube, Gott macht eine ganze Sache. Hat er auch was bei dir gemacht?
dann lass es uns wissen. Schreibe uns über WhatsApp, die Nummer ist eingeblendet. Heute der Tipp des Tages. Von was möchtest du frei werden? Definiere es, bring es vor Gott und glaube, dass Gott dich davon befreit. Es ist aber auch wichtig, dass du nicht einfach wartest, bis es rüttelt, schüttelt, warm wird, heiß wird oder sonst irgendwas, sondern habe auch den Mut, dieser Sache zu widerstehen und sie sein zu lassen. Bring es vor Gott, er befreit. Und du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Und wir beten auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen. Und du kannst es auch heute tun, bis um 13 Uhr am Telefon. Ja, und am Sonntag sind wir wieder per Livestream oder YouTube für dich da aus der Kathedrale. Und wenn du möchtest, den Leitfaden für deine Freiheit kannst du gerne kostenlos bei uns bestellen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Für heute verabschieden wir uns und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.